Sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, recht herzlich willkommen zur Auftaktpressekonferenz für den Lehrgang in Spanien mit dem freundschaftlichen Länderspiel gegen die Schweiz am 17. November. Wir freuen uns ganz besonders, heute einen und wenn nicht den treuesten Partner des ÖFB, die Firma Puma, hier bei uns begrüßen zu dürfen. Wir dürfen den ersten Teil dieser Pressekonferenz speziell mit Puma machen und da darf ich Sie herzlich begrüßen, den Matthias Bäumer, den Geschäftsführer von Puma Deutschland, Österreich und der Schweiz und natürlich auch unseren Sportdirektor Willi Ruttensteiner. Herzlich willkommen. Ich darf gleich beginnen mit dir, Matthias, deine Wortspende zum Thema. Puma ist langjähriger Sponsor und du hast wahrscheinlich auch mit viel Spannung unsere Qualifikation irgendwie mitverfolgt. War das für dich überraschend, dass wir eigentlich vor den Deutschen, auch vor der Schweiz, die Qualifikation schon geschafft haben? Na, da hast du ja schon einiges vorweggenommen, Wolfgang. Vielen Dank für die Einladung, Herr Ruttensteiner. Auch nochmal herzlich willkommen von mir. Als ich so die Pressekonferenz mir so ein Stück weit vorbereitet habe, dann kam mir das Wort ein historischer Sieg, eine historische Leistung in den Sinn und ich glaube, dass ja schon etwas ganz Tolles erreicht worden ist, wirklich sich sportlich zu qualifizieren. Ihr wart, glaube ich, 2008 dabei durch die Tatsache, dass ihr Gastgeber wart, aber das ist ja jetzt nochmal was komplett anderes. Und wenn man dann so die Qualifikation verfolgt und da hat man natürlich das Schwedenspiel sofort vor Augen mit so einem wirklich fulminanten Sieg, mit einem 4:1. Einige von uns waren in Schweden, waren dabei. Das war Gänsehaut pur. Und früher als Italien, Spanien und die Deutschen sich zu qualifizieren, ich glaube, es waren zwei Spieltage vor Schluss, ist ja eine in der Tat sensationelle Leistung gewesen. So eine Qualifikation so zu dominieren, das hat wirklich viel Spaß gemacht, als Partner zuschauen zu dürfen hier. Puma ist jetzt schon über 40 Jahre Partner des ÖFB. Eine sensationelle Zeit, die wir gemeinsam hier arbeiten. Welche Bedeutung hat jetzt diese Qualifikation für die Endrunde von Europameisterschaften für einen Ausrüster wie Puma? Also zum einen spricht ja schon, dass wir über 40 Jahre zusammen sind, eine eigene Sprache. Daher ist der ÖFB für uns offensichtlich ein ganz, ganz wichtiger Partner für Puma. Und wir werden in Frankreich wirklich stark präsent sein, haben einiges vor. Wir haben neben Italien, Schweiz, Slowakei, Tschechische Republik und natürlich Österreich am Start. Ich habe auch noch mal so ein bisschen recherchiert. Ich glaube, als Marcel Koller angefangen hat, war die FIFA-Rangliste auf Platz 72. Wenn ich das richtig gelesen habe, ist es jetzt die 10 mit Informationen vom Freitag. Also das ist eine große Geschichte. Was wir tun werden, auch im Hinblick auf die Begleitung des ÖFB, ist natürlich, dass wir schon während der Qualifikation auch in den sozialen Medien sehr aktiv waren. Mal ein kleines Beispiel. Wir haben dieses schöne Video mit Martin Harnik gemacht. Frankreich, wir kommen, hat in kürzester Zeit 1,5 Millionen Kontakte geschaffen. Trikot oder das Winner-Shirt, das wir vorbereitet haben, war über Nacht ausverkauft. Also man sieht wirklich, was das für ein Erfolg ist und was das für eine Strahlkraft hat. Da vielleicht kurz überleiten noch zum Willi, zum Thema Erfolg. Du bist ja auch als Sportdirektor viel unterwegs und du spürst, glaube ich, auch diese Euphorie oder du kriegst relativ viele Gratulationen zu dem Erfolg des Nationalteams. Ja, Gratulationen weniger, aber den Erfolg spürt man. Es ist wirklich so, dass die Reputation des österreichischen Fußballs sich deutlich gesteigert hat. Ich denke mir oft, früher ist man eingeladen gewesen bei dem einen oder anderen Vortrag und ist mit einem Ösi am Rücken auf die Bühne gegangen und da warst du wirklich ein bisschen vorbelastet in gewissen Zeiten. Es hat ja auch sehr erfolgreiche gegeben, aber auf der anderen Seite ist es jetzt so, dass man wertgeschätzt wird, dass Respekt entgegengebracht wird und da kann man wirklich nur sagen, viele haben an diesem Erfolg mitgearbeitet und das ist schön, dass der österreichische Fußball wieder wirklich einen Stellenwert im Ausland hat. Natürlich ist der Erfolg des Nationalteams, wie wir wissen, das Zugpferd, aber glaube ich, sind ja auch die anderen Teams auch erfolgreich, also es ist ein insgesamt erfolgreicher Weg. Wolfgang, das ist richtig. Ich denke, dass Erfolg wirklich derzeit auf allen Linien ist, wenn man das so sagen darf. Man muss immer vorsichtig sein, denn im Fußball ist schnell einfach dann wieder gegenteilige Entwicklung. Aber wir haben derzeit wirklich eine sehr starke Unter-21-Nationalmannschaft.
Es haben sich von 4 Teams schon 3 wieder für die Elite-Runde qualifiziert. Ich möchte vielleicht auch betonen, dass die Trainerausbildung, die Reputation unserer Trainer im Inland, aber auch im Ausland enorm gestiegen ist. Und das ist auch schön. Und nochmal, Landesverbände, Bundesliga und der Österreichische Fußballbund haben hier gemeinsam in diesem österreichischen Weg für den österreichischen Fußball, ich glaube, etwas geschaffen. Kurz ein Wort noch zu Platz 10 der Weltrangliste. Wir sagen immer, es ist ein schöner Moment, aber wie ist deine Meinung da dazu? Vielleicht ein bisschen anders wie Ihre. Ich freue mich natürlich genauso, dass wir vielleicht sogar am weitesten vorne sind von allen Ihren Mannschaften, die Sie haben. Aber mein Slogan ist geworden, Untätigkeit ist das größte Krebsgeschwür im Fußball. Wenn wir einfach nur ein bisschen ausharren und sagen, okay, erfolgreich, es kann so bleiben, bewegen wir uns schon zurück. Und da denke ich, dass wir alle gefordert sind, dass wir täglich daran arbeiten und diesen Weg, diese Mannschaften versuchen weiterhin zu optimieren. Dann denke ich, dass wir ja, einer guten Zukunft entgegengehen. Vielen Dank. Kommen wir zu dem heißen Thema heute, speziell mit unserem Partner Puma, die neue Heimdress. Was hast du uns da mitgebracht, Matthias? Ja, ich denke, da sind wir alle in der Tat sehr, sehr gespannt. Und bevor wir vielleicht zum neuen Shirt kommen, macht es Sinn, ein kleines Video anzuschauen, das wir gedreht haben, wo man die Akteure schon mal in ihrer neuen Arbeitskleidung sehen kann. Von daher würde ich bitten, Video ab. Es macht einen wieder stolz, die Farben zu tragen und bin jetzt schon einige Jahre im Nationalteam und der Fortschritt ist von Jahr zu Jahr zu erkennen. Macht unglaublich viel Spaß, ist mittlerweile wie eine zweite Haut und ja, der ganze Look, also das strahlt schon einiges aus. Sehr gut, mir gefällt es sehr gut. Ich finde die leichte Retro-Optik sehr schön. Also der neue Adler als Wappen, finde ich, ist ein tolles Highlight. Ja, ich denke, am besten kann man natürlich das neue Trikot nicht mit einem Video präsentieren oder dass ich es Ihnen in den schönsten Farben hier erläutere, sondern am besten kann man das tun, wenn die Spieler da sind. Und da möchte ich doch mal bitten, den David, Rambo und wen haben wir noch? Kommt doch mal nach vorne. Marco, wunderbar. Einen dicken Applaus vielleicht mal. So, und nachdem ihr alle heil gelandet seid, möchte ich da jetzt auch nicht allzu lange drauf eingehen, aber so ein paar Details, die finde ich in der Tat sehr, sehr schön, wenn ich das mal an dem David kurz erklären darf. Einmal den Adler, das Wappen, wirklich auf dem Herzen, freigestellt auf der richtigen Seite, sehr, sehr deutlich zu sehen. Ein schönes, ein kleines Designstück finde ich auch, dass die Streifen am Ärmel eben in die Nationalflagge übergehen. Und was du tragen kannst, ich nicht, das ist das Thema Active. Das sind Tapes, die wir eingearbeitet haben, die eben an entsprechenden Stellen für Aktivierung der Muskeln, Durchblutung und so weiter sorgen. Das ist eine Technologie, die wir als Puma erfunden haben, die wir seit einigen Jahren weiterentwickeln. Und das ist eine tolle Geschichte und speziell für Spieler, die das so wunderbar tragen können. Kurze Frage auch von mir an den Marco, da warst du auch bei dem Fotoshooting dabei. Was hast du da für Eindrücke mitgenommen? Ein Fotoshooting. Ja. Wir haben viele Fotos gemacht. Stressig, aber ich denke, hat Spaß gemacht. Also, ich weiß nicht, was ich zu einem Fotoshooting sage. Gut. Andere Frage dann zum Dress selber. Was sagst du dazu, dein Eindruck? Ja, ich denke, das vorige Dress war schon gut. Jetzt ist es wieder ein Schritt besser. Ich denke, dass, wie er schon gesagt hat, das mit dem Tape, was sie da eingebracht haben, das ist, denke ich, schon ganz gut. Also man fühlt sich gut innen. Und da gibt es natürlich zwei verschiedene Spieler. Eine tragen dieses enge Shirt, die andere tragen es ein bisschen weiter, weil sie es nicht eng wollen. Aber ich denke, es ist schon ganz gut.
Programm auch für dich? Wie wichtig ist für dich die Farbe auch und wie wichtig ist für dich, dass das auch so wirklich passt und man sich wohlfühlt? Ja, sehr wichtig, weil ich glaube, das ist unser Werkzeug und mit dem präsentieren wir uns. Die Farbe ist schön, wunderschön, ein bisschen auffällig, ist immer gut, wenn der Stürmer im Augenwinkel was Leuchtendes sieht. Vielleicht stört das die Konzentration. Und ja, also ich fühle mich sehr wohl und das fühlt sich sehr gut an. Vielen Dank. Matthias, gibt es noch was dazu sonst zu sagen, soweit? Nee, ich denke, das haben wir schon zusammen sehr gut rausgearbeitet, wofür das alles steht. Von meiner Seite bleibt einfach nur zu sagen, dass ich dem Team allen erdenklichen Erfolg wünsche. Ja, ich weiß nicht, ob es erlaubt ist zu sagen, aber ich hätte auch nichts gegen Cordoba 2. Also von daher viel Spaß, eine gute Vorbereitung und allen erdenklichen Erfolg und bleibt gesund. So, ich darf mich ganz kurz die Spieler daher bitten zu einem Foto und vielleicht auch wer kameramäßig das mitfilmen möchte. Nehmt vielleicht den Rambo in die Mitte. Rambo in die Mitte. Genau, ja. Bitte, dass ich das über die Hände, ja genau so ein, dass es nicht ganz so...